Joya Rent wird Ihnen präsentiert von SEAT. Autoemotion. Und friendscout24.ch. Hallo zusammen, das ist Joya Rent, heute aus Bern. Ja, wir sind zurück aus der Sommerpause. Oder ist es jetzt die Winterpause gewesen? Bei diesen Temperaturen kann man wirklich nicht sagen, was gerade für die Jahreszeit ist. Aber schlechtes Wetter hat mich ja noch nie aufgehalten, um Singles zu jagen. Im Gegenteil, jetzt macht es noch mehr Sinn, um die Leute in wärmere Gefilde zu schicken. Wer in die Ferien will, muss aber ab sofort ein bisschen mehr Gas geben. Bis jetzt haben unsere Kandidaten ganze 90 Minuten Zeit gehabt, um locker ins Ziel zu schlendern. Ab sofort muss das Ganze in 66 Minuten passieren und für die Hauptreise sogar in 44. Aber zu dem und zu allen anderen Änderungen kommen wir später. Schauen wir zuerst, was wir heute im Reiseangebot haben. Heute winkt eine Reise nach Thailand. Die Berner müssen sich allerdings beeilen, wenn sie ihre Ferien im Land der traumhaften Strände verbringen wollen. 66 Minuten bleibt ihnen, um eine Städtereise nach Valencia zu gewinnen. Die neue Heimat des America's Cup hat nebst zahlreichen Ausgehmöglichkeiten auch architektonisch so einiges zu bieten. Das ist ein Schirm. Danke. Du musst irgendwo hin, wo du den nicht brauchst. Das wäre dir auch lieber, wenn du nicht müsstest brauchen, oder? Muss ich dazu eine Antwort geben? Scheiße. Habe ich auch gesagt, was geschafft hat heute Morgen. Du bist gar nicht braun. Bist du mit mir in die Ferien? Mit dir? Ja. Das wäre schön, wenn ich nicht arbeiten müsste. Jetzt gerade? Jetzt gerade? Ja. Ja. Alles, was du dafür musst tun, ist 3 Liegestütze hier im Schiff. Momentan habe ich keine Zeit. Das willst du alles dafür machen? Also ein anderes Angebot. Ja. Yeah. Viertel Blut, schau zum Bahnhofsdeckel und zurück. 2, 3. Du musst jetzt mitkommen. Dann gehen wir packen und du gehst heute Abend in die Ferien. Ich bin 3. Wie heisst du? Andrea. Du gehst in die Ferien? Cool, freut mich. Ich bin Andrea. Ich bin 21, ich bin von Bern, ich habe Psychologie studiert und jetzt arbeite ich Cowboys Bar in Bern. Wenn man mit mir in den Ausgang kommt, muss man sehr viel Energie dabei haben, weil die Party ist nie fertig. Wenn es am Ende noch zugeht, gibt es noch die After Hour. Und nach der After Hour gibt es manchmal für die ganz harten Siege auch noch die After Hour und da bin ich meistens auch noch dabei. Wenn ein Typ nur daheim hockt und nicht mit mir mal mithält und mal eins trinken, dann soll er gar nicht mit mir in die Ferien kommen. Ich finde, macht eine bei dem Wetter. Ich würde daheim bleiben. Bern ist eine Baustelle. Halt! Es ist schon ein Rente. Genau! Nein, ich nicht in Ferien oder so. Sie weiss gar nicht, wo sie geht, oder? Also, woher? Thailand. Spanien? Ja. Wir brauchen noch jemanden als Konkurrentin und dann müssten wir einen Mann suchen. Suchen wir wieder jemanden anderes. Wieso hast du Angst? Ja. Und ich bin auch halbwegs vergeben. Ich kann man halbwegs vergeben sein? Wir müssen das Baby noch nicht so. Ja, aber dann könntest du das noch eine Woche verschieben. Sonne, Strand, ja. Ich wüsste nicht wann. Ich würde schon gerne da. Ich weiss wann. Heute Abend? Ja, ich weiss nicht, ich nütze im Moment. Bist du dabei? Ja, ist gut. Sehr geil. Ich bin Caro, ich bin 19, gehe Kunsthochschule und wohne in Bern. Meine Kollegen sagen über mich, dass ich recht abgedreht bin und ich bin ein kleiner Psycho. Aber ich wollte nur meinen Kopf durchsetzen und ich bin auch recht impulsiv. Männer sind für mich nicht die erste Priorität. Für mich ist das Wichtigste Kunst und Politik. Und wenn ein Mann mit mir in die Ferien kommen möchte, sollte er wenigstens eine politische Ahnung haben, weil ich hasse Smalltalk. Also Mädels, das heisst, es kann jetzt losgehen. Wir wissen, wir haben neuerdings 44 Minuten Zeit für die Hauptreise und für die zweite Reise 86 Minuten. Mhm. Wir haben 2 Joker zur Verfügung. Den Auto-Joker und den Cowboy-Joker, falls euch euer Typ nicht passt. Ja. Den findet ihr da drin, das ist eure Datenbank und ich wünsche euch viel Spass beim Suchen. Okay. Merci. Hunderte Berner Singles haben sich auf der Dating-Plattform von friendscout24.ch mit Foto und Pseudonym registriert. Von allen Kandidaten, die sich für die Sendung angemeldet haben, wurden 3 ausgewählt und hinter Mangas versteckt. Grün, kurz, braune Haare. Grüne Augen ist hure schön. Münsterplatz 2. Das wäre neu. Haus, hast du gerne Haus? Ich lasse fast alles, ja. Wenn sich meine 2 Mädels dahin mit den Daten und den Mangas von den 3 Kandidaten umschlägt, verrate ich euch daheim mal, wie die 3 Herren dann aussehen. Als erstes hat man den blauäugigen Italiener. Er ist aber ein bisschen büchsig.
Als zweites hätten wir einen passionierten Skateboardfahrer. Bei dem würden sich unsere Kandidatinnen sicher fühlen, denn er ist ausgebildeter Bodyguard und Leutnant. Und der dritte Kandidat, der Grösstfallner, ist ein Ostschweizer, der hier in Bern studiert. Es nimmt mich Wunder, welchen sie zuerst anschauen wollen. Let's dance. Ein bisschen drauf an. Ja. Mädels, habt ihr einen gefunden? Ja. Ja. Schau. Ja, wir haben uns entschieden. Sehr gut. Dann braucht ihr eigentlich nur noch eure Hilfsmittel und dann können wir loslegen, oder? Okay. Mal, ist gut. Dann habt ihr mal Tasche, ein Laptop und das Nattel. Ich nehme die sonst mal. Nimmst du die? Mhm. Ja. Dann nimmst du dafür den Koffer, Edge. Okay. Der ist für eure Reisebegleitung. Und jetzt muss ich euch noch schnell zusammenfesseln. Ja. Dann können wir loslegen. Okay. Merci. Noch letzte Information. Je schneller ihr seid, desto mehr Geld gibt es für euch. Denn für jede Minute, die übrig bleibt, gibt es 10 Franken Feriengeld. Ja. Mhm. Ist alles klar? Okay. Ja. Sind ihr bereit? Ja, ja, wir sind bereit. Dann sage ich, Gioia. Hey, wir gehen los. Wo gehen wir? Große Chance. Wer ist das? Der Tobi. 22. Grüne Augen, braune, so ein bisschen halblänge Haare. Das gefällt dir, oder? Ja, uns beiden. Ja, beide geht? Ja. Wo warst du denn? Ich würde sagen, da links, rauf. Die Rolltreppe rauf. Ja. Wo du jetzt? So. Die Treppe rauf, links. Lift oder steigen? Wenn der Lift kommt. Schau, hier ist es. Ja, gehen wir da rein. Okay, gut. Hallo, zusammen. Wir suchen einen Typ, der recht groß ist. 22. 22 mit grünen Augen. Ist jetzt einer geholt, oder was? Ja, ist einer geholt. Niemand da. Niemand da. Ist hier Tobi? Da. Sie? Ja, sag doch etwas. Ja, sag doch etwas. Komm, wir gehen wieder zurück. Also, wir nehmen es schon. Also, was machen wir? Ja, komm, wir nehmen ihn mit. Ja, ist gut. Ich würde sagen, wir nehmen ihn. Aber definitiv. Ja, ist gut. Definitiv. Ja, wir nehmen ihn mit. Tobi, du bist im Spiel. Schön. Ich bin Tobi, 21, studiere Medien und Kommunikation in Freiburg und wohne seit einem Jahr in Bern. Ich bin offen und direkt, was manchmal bei den Frauen nicht so gut ankommt. Wenn eine Frau 0815 Hitparade Musik lässt, dann ist sie schon mal unten durch bei mir. Tobi, schön bist du dabei. Der Mädels bleibt noch 36 Minuten für die Hauptreise. Für okay. Thailand ist das. Okay. Und sind beide Jogger zur Verfügung. Also Callboy und Auto. Ja. Was machen wir jetzt? Geht zu ihr. Gehen wir auf zu dir. Zu dir. Gut. Also los oder säckeln? Ja, auf den oder säckeln. Da, da, da. Kate! Ja, da kommt jetzt einer. Hoffen wir schon. Oben? Hä? Oh. Nein, der kommt hier rein. Von wo bist du? Von St. Gallen. Gut. Ich höre es nicht. Ja, ich kann es nicht so einordnen. Was los ist da? Sie hast Oasis, Interpol kennt. Ja, Mann. Wieso? Billy Talent und alles. Findest du Billy Talent gut? Oui. Minus. Ja. Und der Bus ist es? Ja, also. Was? Fahrradringer ist dort, okay. Würde ich mal sagen. Also ja, da bin ich. Ich will auch mal raus. Ja, das. Ja, wie alt sind die? 19. Ist es wichtig, was Frauen an Musik hören? Sehr. Ja, auch, ja. Das heisst, es geht gar nicht? Ja, ich sage nicht, etwas kategorisch geht nicht. Aber es ist. Und es ist auch nicht entscheidend, wenn es schlecht ist. Aber es ist wichtig. Und was gar nicht geht, ist halt Hitparade. Ja, das ist super. Ja. Sing schon? Ja, unter der Dusche. So, eine Frage. Wann müssen wir raus? Mit jetzt. Jetzt raus. Ja. Ist gut? Wo ja. Durch? So. Hier für. Excuse. Geht's? Ja. Jetzt? Jetzt da vorne. Hier, da vorne ist es. Zweiter Stopp. Wieso haben wir nicht den Lift? Wo da wurde langsam ist. Steigen auf, ist ja gesünder. Also, wo? Okay. Meine Wohnung ist aber sehr klein. Ja, da noch so. Wem wohnst du da, Caro? Allein. Allein? Ist die Tür bei dir immer offen? Nein. Du hast es selber gemalt? Ja. Ah ja, sag mal, da hinten geht es weiter. Willst du das alles rein? Willst du auch Akt? Nein, weil er nicht Akt.
Du sich für das zur Verfügung stellen? Zum Ackmalen. Zum Ackmalen? Ja, ich bin es selber. Ja, die Ziele sind wichtig. Ja. Caro, bist du das? Hä? Wo? Bist du im Militär gewesen? Wo? Nein, das ist in Mexiko. Okay, wie du. Und in Mexiko muss man eine Strumpfmaske haben, sonst gehört man nicht dazu. Ja. Also bei einer gewissen Gruppierung, ja. Welche Gruppierung? Darf ich nicht erzählen? Darfst du nicht erzählen? Geheimnisvolle Frau. Kann ich dir das auch noch reinpacken? Jawohl, merci. Oh, die Plakate, Poster, die Fotos. Die habe ich so in der Zwischenzeit gesammelt. Hey, da hat es ja noch mehr maskierte Männer. Ja, das ist der... Sie sind auch von dieser Bewegung, von dieser Geheimnis. Ja, von dieser. Hast du Angst? Schon ein bisschen. Schau. Hey, der Rucksack ist nachher sehr schwer. Echt? Ist er schon schwer? Ja, der ist schon voll. Schau mal. Ja, ja, das geht schon. Wie viel muss noch rein? Nur noch zwei Meter. Ja, die müssen mitkommen. Das ist ein bisschen eng, Tobi. Ja, es ist ein bisschen eng. Es tut mir leid. Sympathisch. Schon, weißt du, hat sicher nichts gegeben. Ich geordnet Chaos. Dann muss ich es zu. Und auch du bist da eingeklemmt. Oh ja, ja. Das lassen wir hier. Schafft. Ja, voll. Alles dabei. Alles dabei, ja. Noch schliessen? Ja, voll. Ciao, ciao. Okay. Was machen wir jetzt? Ja, weiss nicht, wir müssen noch zu dir. Zu mir müssen wir. Auto. Ja, ich würde sagen, das Auto. Ah, da? Ja, wir nehmen das Auto. Bringen Sie spielen. Rein, rein. Okay. Noch 26 Minuten für Thailand. Geht's rein? Und, wo geht's? Es geht zu mir, ins Weisserbild. Sie waren noch schon mal in Spanien? Ja. Nein, nur in Spanien. Lore, noch ein bisschen weiter runter. Ja, nein, ein bisschen weiter runter. Du kannst Spanisch? Ja, schon recht. Hast du in Schule gehabt oder hast du selber gelernt? Nein, ich hatte Schule gehabt. Und dann bin ich eben nach Mexiko mal vor. Und dort habe ich es gelernt. Aber ich will sowieso auf Thailand und nicht auf Spanien, ja, oder? Ich denke auch. Du, wir haben hier noch so einen Callboy, oder? Ah ja, stimmt, wir haben jetzt einen Joker. Das spricht jetzt dafür, dass wir unbedingt viel mitnehmen. Ich spreche für mich selber. Also, ja, ein bisschen mehr musst du auch noch sagen. Ich weiss, also. Ich weiss nicht, was der Callboy ist, aber ich würde euch viel verspielen, wenn ihr den Callboy anrufen würde. Findest du? Okay. Ja. Weil, ich war schon lange nicht in der Ferien und ich glaube, ich kann es so richtig geniessen. Kann man mit dir gute Gespräche führen? Sicher schon, ja. Was bist du eigentlich Student oder was machst du? Ja, schon. Ich studiere Medien in Freiburg. Echt? Ja. Das wollte ich auch machen, aber ich wusste nicht, gewusst, ob ich nach Zürich soll oder zu Freiburg. Ich bin auf Freiburg, damit ich zu Bern wohne. Das St. Gallen, in Bern, sehr gerne. Das ist übel viel von euch hier. Übel? Ja. Der Link. Also sie sind mir jetzt sympathisch geworden. Geradeaus rechts. Bist du jemand, der mal mithalten kann? Dann eben bis am Morgen halt mal um 6 Uhr oder um 7 Uhr. Dann noch, kannst du noch gut zu mörgeln. Links. Ja, ja. Hier. Sorry. Wieso ist das wichtig für dich? Ja, also ich gehe sowieso, egal ob mitkommst oder nicht. Aber okay. Ja. Das ist ein Statement. Ja, wahrscheinlich, ja. Ich habe gerade Pause. Nur 16 Minuten für Thailand. Soll ich nicht so? Ja. Okay. Den Koffer an. Also. Wie wollt alles, Andrea? Hier? Ja. Ja, ich weiß auch nicht. Hoffe, ja, wer wohnt alles in deiner Wohnung? Ich und mein Schwast. Mein Schwast? So, also. Hier sind wir. Bist du das? Das ist mein Zimmer. Ja, das bin ich. Ja, so, bist du auch bei 60. Das hast du auch selber gemalt? Nein, das hat meine Mami gemalt. Ich lege auch eine Künstlerin, deine Mami. Ja, aber das habe ich gemacht. Schau, ich habe mich gegipset. Ja. Bist du das? Ja, das bin ich. Jetzt weißt du schon, wie sie Nacht aussieht. Ja, aber zu viel der Information. Was? Ja. Das ist Kunst. Hey, die wollen ganz sind interessant. In die ganz Dinge. Nein, es geht. Tobi? Super. Passt. Nicht schlecht. Mitnehmen? Ja, ja, Taxi. Kein Problem. Stehst du auf das? Nein, aber das Strümpfe. Einpacken. Nein, das sind ja noch viel schlimmer da, aber. Zeigen? Nein, die zeigen. Also jetzt haben wir schon deine Brüste gesehen, jetzt haben wir auch deine Strümpfe gesehen. Nein, das ist alles in meinem Nuschi schon blöd. Das ist nicht so gut, wie es eigentlich ist. Sehen noch Schlüssel bei dich? Ja. Hast du Schlüssel? Ah. Der steckt schon. Also geh jetzt müssen wir aufs Tram, oder? Also, aufs Tram, los! So. So, was machen wir? Zurück? Ja. Wo fährt es dran? Es bleiben euch noch 10 Minuten für Thailand. Oh, ja. Oh. Ich weiß nicht, ob es lernt. Wohl. Es wird höher knapp. Ja. So, links, nach über. Meine Hose rutscht, jetzt geht alles. Da drüber? Ja. Dann müssen wir zurückrennen, oder was machen wir? Da? Ja, da. Ja. Ah, das kommt auch gerade.
keine Anzeige dafür. Nein, aber hier. Aber das. Schau, da kommt schon. Hey, das wird so hure knapp. Hör auf. Ja. Siehst du was mit dem Cowboy? Nein, ich glaube, das hat sich erledigt. Nein, hat sich erledigt? Ja. Einer Meinung, bald. Schon, oder? Ja. Ja. Lass mal. Ich fühle mich speichelt. Tschüss, ja. Cowboy. Wie können es bei dir noch ein bisschen punkten auf deiner strichen Tabelle? Die Tabelle ist schon fast abgeschlossen, aber... Schon abgeschlossen? Das heisst, du hast schon einen Favorit? Du musst nicht sagen, wer, aber... Schon eine Tendenz, ja. Jetzt hast du vorhin gesagt, du bist so direkt und es stößt bei den Frauen, wenn man sich sauer auf. Ja. Also, ich habe den Rekord noch nicht so, so ja. gespielt. Weißt du, am Anfang bin ich noch scheu. Schon. Bist du jetzt schon ein bisschen weniger scheu? Ja. Ist jetzt schon. Jetzt also. Ist das erste Eis gebrochen. Oh, das ist ja gut. Wie viele Schichten Eis gibt es? Ein Eisberg. Okay, los. Zeit für Thailand ist jetzt gerade abgelaufen. Aber jetzt gehen wir umso schneller für die anderen, oder? Ja, ja, da gibt es noch ein bisschen Geld. Sorry zusammen. Excuse. Ist gut. Die Singles aus Bern haben sich ihre Ferien in Valencia redlich verdient. Nun ist für die beiden Baden im Mittelmeer und Flanieren an der spanischen Riviera angesagt. Als ich Tobi zum ersten Mal gesehen habe, hat er mich nicht umgehauen. Aber ich finde ihn herziger und er ist eigentlich schon noch nach meinem Geschmack. Ich glaube, Andrea ist eine recht lebensfreudige Frau, die ich mir vorstellen kann, dass man recht viel Spass mit ihr haben kann. Andrea ist eine recht unkomplizierte Frau. Und ich glaube, dass sie gerne ausgehen geht und das lang. Der Unterschied zwischen Caro und mir ist vor allem, sie interessiert sich sehr für Politik. Ich bin nicht wirklich so. Und auch der Musikgeschmack von uns ist unterschiedlich. Nein, Flirttaktik habe ich definitiv nicht gehabt, aber ich habe sicher mir ein bisschen mehr Mühe gegeben, ein Gespräch aufrechtzuerhalten oder einfach so. Oder? Die Tatsache, dass ich bei der Caro im Zimmer Fotos gesehen habe, wo sie maskiert drauf ist und so, habe ich mich zuerst gefragt, aber finde ich noch spannend. Ich glaube, der Tobi entscheidet sich für mich, weil ich unkompliziert bin und man mit mir jeden Sache machen kann. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, zum mindestens in einer von diesen beiden Wohnungen am Morgen zu verwachen. Die Reise auf Valencia haben wir jetzt wortwörtlich ins Trockene gebracht, weil Bern zeigt sich wieder von einer freundlicheren Seite. Für einen perfekten Abschluss muss sich jetzt eigentlich nur noch der Tobi entscheiden. Was darf sein? Ruhig oder explosiv? Die andere ihre weltoffene Art gefällt mir eigentlich. Aber ich habe das Gefühl, sie muss immer unterhalten werden. Caro ist eine sehr unkomplizierte Frau, aber ihre Aussage, sie sei in Bern übel für St. Gallen, ist mir ein bisschen so aufgestoßen. Der Tobi hat Caro ausgewählt, um mit in die Ferien zu gehen. Für mich ist das okay. Ich habe schon so ein bisschen gedacht, dass es zwischen ihnen mehr gefunkt hat. Ich muss ihr total gönnen. Ich habe mit allen hier einen super Tag gehabt und ich wünsche ihnen ganz, ganz schöne Ferien. Die Andrea ist schon weg. Und die beiden, Achtung Fuss, sind eine Geschichte. Wenn wir wissen, was sie beide in Valencia erleben, dann bleiben drauf, bis Joya reist. Mich gibt es nächste Woche wieder aus einer anderen Stadt. Bis dann. Ciao. Nach einer kurzen Pause zeigen wir dir, wie sich Caro und Tobi in Valencia vergnügen. Ob dabei eine Romanze entsteht oder ob die beiden doch eher auf Distanz bleiben, gleich hier in Sat.1. Joya rennt wurde Ihnen präsentiert von Seat. Autoemotion. Und friendscout24.ch.